Wir sind zurück, Abenteurer, in der Welt von Nieringal und wir haben eine Zeitreise hinter uns, eine sehr komplexe Quest, gefangen im Untergrund. Da sollten wir ein Heilmittel finden und wir haben es gefunden in der Vergangenheit. Ja, wer das sehen will, die letzten drei Folgen. Ansonsten könnten wir jetzt mit der Hauptquest fortfahren. Ich hatte erst überlegt, ob wir tatsächlich zurück nach Derun Guld gehen, wo wir unserem Auftraggeber, einem Freund oder einer Freundin von Lord Frelsi, Bericht erstatten und quasi in der Hauptquest weiterkommen. Aber die Männer von Lord Frelsi, die wir gefunden hatten und geheilt hatten, haben uns darauf hingewiesen, dass wir, dass die Kultanhänger des Surya-Kults, die Kultisten des Surya-Kults, eine Beschwörung vorhaben. Angeblich wollen sie die Göttin selbst, ja, beschwören. Also die Göttin der Dunkelheit. Eine böse Göttin, würde ich mal sagen. Und das könnten wir verhindern, wenn wir uns beeilen, hieß es. Tja. Und by the way, wir hatten für den Zwerg Helgenhaar eine schöne Rüstung gefunden und ein super Schild. Also ziemlich gute magische Dinger. Und er trägt sie natürlich. So, und was man auch nicht vergessen sollte, man musste ja zuvor die Sachen in diese Kiste legen, weil auf der Zeitreise ja bestimmte magische Gegenstände hätten kaputt gehen können. Da sollte man natürlich dran denken, dass man seine Sachen wieder holt. So, wir haben nur ein bisschen Krempel zurückgelassen, ist okay. Wir haben alle Sachen aufgenommen. Und wie gesagt, wir könnten jetzt zurückgehen. Kuriose Katze, ja, ist die wörtliche Übersetzung von Curious Cat, was eigentlich mehr so neugierige Katze heißt. Aber das sei trotz der guten Übersetzung mal verziehen. Oder angesichts der guten Übersetzung, ja, kann ich mit leben mittlerweile. Es wird ja sowieso nicht geändert, es hört ja keiner auf mich. So. Wir haben Level-Ups und wir sollten rasten, denn wir haben ein neues Gebiet. Wir sind hier. Und im dunklen Hain sind wohl die Kultisten und bereiten die Beschwörung vor. Und wenn wir da hingehen, dann ja, sollten wir gut erholt sein und gewappnet. Und natürlich die Level-Ups gemacht, klar, logisch. So, ich glaube, ich mache mal Pause. Geht das dann? Go ahead. Ja, geht. Ja. Helgenhaar. Wow, schon Level 9. Konzentration Boost. Ach, von dem Zwergenhaft Hüftgürtel. Ja, ja, Haftgürtel. Und plus 2 von Nachteinbruch, dem Schild. Okay. Ah, den Schild muss er ja tragen. Bei dem Gürtel kann man nochmal gucken, ob man das vielleicht ändert. Weil das ist ja mehr so für Zauberer. Konzentration meine ich, oder? Auch Ziel und Genauigkeit. Ah, okay. Also das Wertesystem ist doch relativ komplex. Also ist auch für Kämpfe sinnvoll. Okay, lassen wir es. Außerdem ein Zwergenhüftgürtel muss beim Zwerg bleiben. Ist ja wohl logisch. Aber wir leveln jetzt ab. Genug getrödelt. Ein Punkt, falschen überzeugen, klar. Da wird er der Experte. Klassenfertigkeiten. Bei Klassenfertigkeiten erfahrener Krieger. Ja, das ist mehr so für Dialoge. Dialogoptionen freischalten. Anführen. Das gibt einen Kampfbonus. Ja, Kampf ist wahrscheinlich schlecht. Für die kommende Schlacht.
Waffen. 5 Punkte. Also Streitkeulen und Hämmer ist er voll gemaxt und Streitäxte ist er auch gemaxt. Da geht nichts mehr. Ansonsten, ja, was machen wir noch? Große Klingen, Pfeil und Bögen, nö. Ja, es ist eigentlich relativ egal. Weil er bleibt natürlich auf diesen beiden obersten. Als Zwerg natürlich. Okay, ich muss was verteilen. Dann gehen wir auf große Klingen. Unbewaffnet. Ja, ist wurscht. Denke ich. So. Und annehmen, fertig. Avex, der Highlander. Well. Ja, wie gesagt, diese Allgemeinfähigkeiten sind ein bisschen sinnlos, weil es nur 3 sind. Was heißt sinnlos? Wenig variabel natürlich. Und der geht natürlich auch auf Falschen und Überzeugen, weil das andere machen die Zauberer. Klassenfertigkeiten, das ist schon interessanter. Überleben in der Wildnis. Das bringt, glaube ich, für das Rasten einen Bonus. Moment. Rasten im Freien, genau, das nehmen wir. Die Erholung wird da besser. Und Waffen, da geht noch was. Große Klingen. Gemaxt, 15. Ja. Hämmer. So. Und Streitkeulen. Fertig. Biala. Die Zauberin. Yes. Eine Spruchweberin, eine Weißelfe, die im Spiel Feldeguck genannt. Die zaubert natürlich und ist Expertin für braune Trocknen. Ein Punkt nur, okay. Ja, ist okay. Klassenfertigkeiten. Magiewahrnehmung ist auch für die Lagersicherung im Freien. Nee, Quatsch. Magische Abwehr. Das wollte ich noch steigern. Magiewahrnehmung war für Fallen, ja. Ja, ist auch interessant. Ich glaube, das nehme ich dann doch, weil das Lager kann man notfalls auch so verteidigen. Ja. Mehr Fallen entdecken ist, glaube ich, sinnvoller. Waffen, da gehen wir natürlich auf Stäbe und Knüppel. Ja, das wär's. Und dann gucken wir natürlich mein Zauberbuch. Was kann sie jetzt? So, wir gucken mal, was für Zaubersprüche sie kann maximal. Level 5. Kann sie. Da kennt sie einen Grundenergiespruch. Mir fällt gerade ein. Hat sie vielleicht noch im Inventar Rollen? Neue Zauberrollen? I'm not going to like this, am I? Wer hatte denn da was? Hat mir nichts gefunden. Ein Rezept. Da haben wir was Neues. Fangzinn des Jägers. Was macht der? Der Zauber greift auf die Lebenskraft des Ziels zu, um sie beim nächsten Angriff als Gesundheit zu regenerieren. Ah, für Spruchweber, das ist schön. Aber auch Wintermagier. Was für eine Klasse. Zauber Level 1, achso, ist so ein Low-Level-Spruch, okay. Also wäre das für Heilung?
Das gebe ich dann mal Linnea. I don't see lernen? Why not. Zwei Stück habe ich davon. Nicht gerade. Ja, dann kann ich aber Jalla auch noch einen haben. I'm always ready. Alles klar. Gut, wo war ich stehen geblieben? Bei What do you wish Jallas Zauberbuch. We'll find a solution. Yes? Einen neuen Zauber. Was haben wir denn da? Erhöhte Energie, da habe ich nur die Steinwand. Ja, den Zauber finde ich ein bisschen blöd, aber gut. Nehmen wir was Neues. Okay, nehmen wir mal den neuen Spruch dazu. Spinnen, was haben wir hier noch? Fieber. Ja, ist okay, Level 1. Level 2. Da können wir einmal eine magische Rüstung zufügen. Blitzschnell wäre auch nicht schlecht. Ach, hat sie schon. Ja. Grundenergie, da Würfe beschwören, identifizieren, umschlingen. Das ist ein Halszauber, oder? Nee, Schaden, okay. Ja, Schaden, ein bisschen kann ich schaden. Okay, Level 3. Moment. Der war voll, okay. Level 3 Sprüche. Keine Grundzauber verfügbar, das ist schade. Mentaler Zusammenbruch, Feuerball. Ja, Feuerball brauchen wir auf jeden Fall, klar. Den wollte ich immer schon ausprobieren, so. Was haben wir denn hier noch? Säuregen ist klar, Flächenzauber. Und Kettenblitz, ja, machen wir voll, klar. Mehrere Gegner auf einmal treffen. Zur Rettung. Was ist das denn hier? In einer Gefahrensituation kann ein Beschwörer die Kreaturen zu Hilfe rufen, die er zuvor beschworen hat. Okay, mal sehen. Müssen wir mal ausprobieren. Zu Hilfe rufen, was immer das auch heißt. Ja, mehr können wir nicht machen. Dann gucken wir noch bei Linnea rein. Ob wir das Setup verändern. Achso, das ist hier die Schule. Das Symbol, ja. Was kann sie denn? Level 3. Seelenjagd, einen Geist beschwören. Ja, da können wir so ein bisschen testen. Magische Rüstung ist okay. Wow. Vielleicht noch ein Halszauber mehr oder ja, mal sehen. Ja, ich denke, Halszauber können nicht schaden. Bei einer schweren Schlacht. Weil vielleicht müssen wir gegen eine Göttin kämpfen, wer weiß. So. Ich denke, es ist ja Armwiss. Alles voll. Ja. So, hätten wir das. Genau, die Buffs aktivieren. Sie ist ja auch Klerikerin, Linnea. Das heißt, sie kann den Buff, Party-Buff, Beten aktivieren. Vor der Rast muss das geschehen. Und What do you wish of me? Bialla kann das Lager absichern mit magischer Abwehr. Hier wird ja wohl nicht viel passieren, hoffe ich. Whatever you say. Helgenhaar kann als Anführer aktiv sein.
Da kann man auch auswählen, was für eine Sorte. Ja, mehr defensiv oder mehr offensiv. Chance auf Blocken für alle Gruppenmitglieder mit Schilden um 15% erhöht, wäre für die beiden Kämpfer. Das finde ich ja nicht ganz okay, so ein bisschen defensiv. Ausweichmanöver wären 3% erhöht. Nehmen wir geschlossene Front. Bin ich okay? Dann sollten wir vielleicht noch ein bisschen brauen. We'll find a solution. Und trocknen. Craften also. Hier muss man sich die Rezepte anzeigen lassen. Und dann sieht man, was man ja brauen könnte. Wir könnten Allheilmittel und schwacher Heiltrank. Ja, was brauchen wir dafür? Zutaten? Ja. Wir sagen, dann brauchen wir mal ordentlich. Was wir können. Was für ein Rezept? Hitze gerade niedrig. Okay, haben wir. Und wir haben einen Trank. Sammeln. Jetzt fehlt uns schon was. Nämlich Mitleidsring. Okay, das war's. Dann noch ein paar Heiltränke. Wir brauchen nur eine Zutat, okay. Aber kann man nicht die Menge variieren? Nee. Okay. Achso, sammeln. Brauen. Sammeln. Brauen. Sammeln. Ja, ist ein bisschen Klickarbeit. Aber warum nicht? Es ist ja eine Tätigkeit. Also tun wir was. Ja, okay, dann machen wir noch ein paar. Bis wir keine Zutat mehr haben. Einmal noch. Ja, das haben wir's. Beerensaft können wir auch noch ein bisschen. Das ist allerdings nur ein schwacher Heiltrank. Ah, das war schon. Jetzt haben wir keine Zutaten mehr. Aber wir haben es. Trocknen. Ja, wir haben jede Menge Kerzen. Wir könnten ein bisschen Pulver der Dunkelheit trocknen. Zermalen, mörsern. Und dann? Hm? Nicht sammeln? Moment mal. Muss man das nicht einsammeln? Okay, verstehe ich gerade nicht, wo der geht. Ach, das geht nur nach einer Rast. Genau. Moment, Kerzen. Ja, ein bisschen kompliziert hier das Ganze. Ein wenig Fun. Wie war denn das nochmal? Irgendwas hängt da. Oder ich bin zu blöd. Okay, lassen wir es. Aber ich habe schon mal hinbekommen. Irgendwie. Ausrüsten. Ah, ausrüsten, okay. Und jetzt?
Ich glaube, wir müssen erst rasten, damit das fertig wird. Genau, das soll, glaube ich, länger. Okay, jetzt haben wir es. Ziemlich viel Arbeit. Ja, einmal haben wir getrocknet. Okay, soll erstmal reichen. Ja, den könnten wir eigentlich mal rasten. Spricht, glaube ich, nichts dagegen. Okay, dann machen wir es. Können wir hier nicht? Doch jetzt. Okay. Ah, verstreut. Wieso sind wir verstreut? Sorry. What a waste of time. Let's stick together. So. Keiner hat angegriffen. Sehr schön. Helgenhaar ist noch so ein bisschen angenockt. What do you need? Der kriegt mal so einen Beerensaft. Oder auch zwei. Müsste reichen, okay. Yes, if I must. So, wir verlassen diesen gastlichen Ort. Wir waren ja lange genug hier unten. Finde ich. Sollten wir noch den Winzer irgendwie befreien? Ich glaube, wir sollten noch diesen Winzer befreien. You can't be serious. Es ist Nacht. Hier. You can't be serious. Kommen wir jetzt da rein? Nee, ist immer noch verschlossen. Ich glaube, es geht nicht. Hey, what new disappointment is it? Tja, ich weiß ja nicht. Kommen wir hier noch, können wir noch irgendwas machen? Can I help you? Ich glaube nicht. Ihr seid ja immer noch hier. Lass uns in Ruhe. Ja, toll. Yes. Alle so unfreundlich. Für Benjamin zu arbeiten ist eine richtige Freude. Wir dürfen jetzt mal etwas von der Ernte kosten. Ja, es geht ja hier um den Winzer Weinanbau. Okay, wir gucken noch mal, ob wir irgendwas finden hier noch. Die Schnapsdiebe, wir haben sie gekillt. Genau, wir haben so viele Sachen. Wir sind eigentlich überladen, ist auch blöd. Nee, Krempel. Ich wollte noch mal zu diesem Grab hier und gucken, ob da eventuell irgendwas, ja, ist oder ob das später kommt. Weil hier war nichts. Dabei gibt es keine Quest mehr zu holen. Can I help you? Die Stimme. Habt ihr schon gehört? Ben hat sein Haus nicht mehr verlassen. Ja, klar. Ja. Können wir auch nichts gegen tun. Er macht ja nicht auf. Oder soll ich in die Tür mal eintreten? Geht das? Habe ich gar nicht probiert, glaube ich. Okay, das mache ich noch. Weil das würde mich schon ein bisschen ärgern, wenn das geht. Und ich übersehe das. If I must. Okay, einen Versuch noch. Dann reisen wir weiter. So, wer kann das am besten? Wie war das? Schloss aufbrechen. Ah, wir versuchen es mal. I'm listening. Nett. Eine Meldung? Oder müssen wir zusammenstehen?
Ach, kann sein. Moment. Nee, geht nicht. Go ahead. Nee, irgendwie nicht. Okay, dann lassen wir es. Dann geht's weiter. Genau, wir reisen gleich weiter zum dunklen Hain. Da geht wahrscheinlich die Post ab. Ach ja, wir müssen ja auch noch zu dem Geist von... Wie hieß sie nochmal? Die Zofe. Wir könnten auch noch den Geist erlösen, stimmt. Ist ja gar nicht weit weg. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier diesen wahrscheinlich Heavy Fight. Mal gucken. Ich müsste mal ins Questlog gucken, wie die heißt. Also die Haushofdame vom Anwesen, genau. You can't be serious. Irgendwas mit B? Ich komme gleich drauf. Wie hieß das? Nebenquest. Genau. Beline, genau, irgendwas mit B. Ich habe die Muschel gefunden, die ich für Beline suchen sollte. Jetzt kann ich zu ihr zurückkehren. Das war in deren Gult, haben wir die gefunden, von ihrer Schwester. Und sie kann nicht gehen, weil sie, ja, das Geschenk unbedingt annehmen wollte von ihrer Schwester. Die Spukvilla. Das Skelett. Hier ist Linnea aufgewachsen und hier ist alles zerstört worden durch einen Angriff. Und wir wissen gar nicht, wer das war genau. Ja, vielleicht finden wir es ja raus in dem Spiel noch. Wäre mal interessant zu wissen. Beline, wir kommen. Wir lösen dich. Tja, alles kaputt. Genau, hier liegen noch die Monster. You can't be serious. Cool. Manticore, ja. Skorpione. Fürchterliche Wesen. Wo war sie nochmal? Beline, da irgendwo. Beline, da! Der Geist von Beline. Yes. Ups, abgerutscht. What a waste of time. So, Linnea, mach das mal. Hello, do you have it? Did you bring the golden conch? Ja, Beline, ich habe die goldene Muschel dabei. Oh, wonderful, wonderful. I never doubted you. I wish the whole household could return for this moment, so I could shout your praise. Sie freut sich. Ja, was kriege ich dafür? Dann steigt natürlich die Gier wieder klar. Okay. Lebt wohl, Beline. Möget ihr im nächsten Leben Frieden finden. Danke, mein Freund, meine Freundin. Meine letzten Gedanken dieser Welt sind voller Dankbarkeit für eure Freundlichkeit. Ich kann gehen, endlich. Und tschüss. 1200. Wow. If I must. Kein Level Up? Also ein bisschen gierig bin ich ja schon. Zumindest auf Level Ups. Tja, wir haben es geschafft. Okay. Hat sich gelohnt. Also diese Villa finde ich richtig stimmungsvoll. Und auch die Hintergrundmusik. Auch wenn manche Texturen so ein bisschen, ja, so ein bisschen steril wirken, aber gut. So ein bisschen mehr Patina. I'm not well, kann manchmal right. Nicht schaden. Aber trotzdem, ich mag es. Wow, dieser Marmorboden.
You can't be serious. Und ich würde sagen, wir reisen gleich weiter. Zum dunklen Hain. Ist ja nicht weit. Ruinen. Was erwartet uns? Okay, diesen Abschnitt kenne ich auch noch aus der Demo. Und ja, wir müssen mit einem Kampf rechnen und ja, einer großen Schlacht. Aber das werdet ihr und ich in der nächsten Folge erleben. Wird es unser Ende sein oder werden wir überdauern? Das ist hier die Frage. Okay, also bis dann. Ciao, der Argonaut.